tagte er auf eine Tür 1.3.2008. Am 1.3.2008 fand in der Küritzer Profilschule der diesjährige Tag der offenen Tür statt. Pünktlich um 9.15 Uhr eröffnete Schulleiterin Frau Kruschel vor vielen Eltern und Schülern der 7. und 8. Klassen in der Aula den Tag. Alle Reihen waren dicht gefüllt, denn an diesem Tag wurden den Schülern ihre Berufswahlpässe überreicht. Dazu waren aus den verschiedenen Wirtschaftsbereichen der Stadt Vertreter erschienen, die eine Partnerschaft über die 7. und 8. Klasse übernommen haben. Professor Dr. Konrads erläuterte die Wichtigkeit der Berufswahlpässe. Ja, ich bin Franz Konrads, ich leite das Institut für Epidemiologie im Friedrich-Löffler-Institut. Das ist eine Forschungsanstalt, die sich vor allen Dingen mit Tiergesundheit beschäftigt. Für uns sind die Berufspässe sehr interessant, wenn nämlich Jugendliche sich bei uns auf einen Ausbildungsplatz bewerben. Wir bilden zum Beispiel Fachinformatiker aus oder auch Biologielaborantinnen, Biologielaboranten. Da ist es eine wichtige Unterlage, weil wir sonst alleine nur auf die Abschlusszeugnisse aus der Schule angewiesen sind. Zu diesem Thema führten wir auch ein Interview mit dem stellvertretenden Schulleiter Herr Schmidt. Alle Schüler in 7 und 8 bekommen diese Pässe, auch die, die heute nicht da waren. Wir werden begleitend zum Unterricht dieses Instrument, im Berufswahlpass ist ja ein Instrument, mit den Lehrern, die in den Klassen unterrichten, gemeinsam nutzen, das heißt sowohl als Arbeitsmittel, aber es bleibt immer ein persönliches Dokument der Schüler. Das heißt, das laufende zweite Halbjahr wird jetzt in diesen beiden Jahrgangsstufen mit dem Berufswahlpass gearbeitet. Im nächsten Jahr dann kriegen die Siebten den am Anfang des Schuljahres gleich im ersten Halbjahr und führen den alle bis zur 10. Klasse fort. Ja? Wir hatten es ja gesagt, da können die ganzen Dokumentationen rein, die ganzen Beurteilungen, die Kompetenzfeststellungssachen an den Bausteinen, die ich teilgenommen habe, ist ein wesentlich aussagekräftigeres Instrument als ein Zeugnis. Anschließend überreichten die Vertreter den Schülern ihre Berufswahlpässe. Unsere Podcastgruppe ließ es sich nicht nehmen, sich im Empfangsbereich auf einer großen Tafel zu verewigen. Und nun ging es richtig los, auch in die einzelnen Unterrichtsräume. Als erstes schauten wir Cindy aus der 8a beim Keyboardspielen zu. Im Kunstraum waren einige Schüler damit beschäftigt, unsere Erde zu zeichnen und die 10a übte sich im Erkennen von literarischen Figuren. Im Chemieraum wurden Salzkristalle gezüchtet. Im Physikkabinett konnten wir sehen, wie Schüler der 8. Klasse einen Stromkreis aufbauten. Saskia und Elisa, zwei zukünftige Schülerinnen, beschäftigten sich im Klassenzimmer der 8b mit der industriellen Revolution in Deutschland. Außerdem sprachen wir noch mit Markus und Chris aus der 8b, die uns zum Profilunterricht der Schule gern Auskunft gaben. Schließlich probierte unser Chef Matthias auch noch die selbstgebackenen Eierkuchen der Kochgruppe der 8. Klasse.